Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie das Tagesziel geht. Benutze den Schießstand im Bunker. Ich glaube, die keinen Bunker haben und damit auch keinen Schießstand im Bunker, die werden das Tagesziel nicht kriegen. Weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. So, ich bin jetzt hier im Bunker beim Schießstand. Dann geht ihr an den Stand. Und dann drückt ihr halt die rechte Pfeiltaste. Und dann könnt ihr hier auswählen, Pistole oder MP oder so. Ich nehme mal Pistole. So, und dann schießt ihr halt einfach auf diese Pappdinger drauf. Ich bin da jetzt nicht so gut drin, aber naja. So, das geht jetzt ein paar Sekunden. Ja, wie schon gesagt, ich bin da echt nicht gut drin. Ja, das war's leider schon. So, das ist jetzt zwar fehlgeschlagen, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Geh mal zurück. Ja, jetzt steht da unten Ziel abgeschlossen. Benutze den Schießstand im Bunker. So, jetzt können wir nochmal bei den Zielen gucken. Und da steht jetzt auch, dass wir das abgeschlossen haben. Also ja, ich finde, das Tagesziel geht eigentlich. Man muss ja nur einmal, einmal schießen und dann hat man es schon. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und über ein Like auf dieses Video würde ich mich auch freuen. Und ich bin dann erstmal wieder raus. Ciao, Leute.